Hallo und herzlich willkommen zu einem Video von Zelda. Zelda Breath of the Wild, DLC, Schwertprüfung. Wup, wup. Ich stehe aber gerade noch mitten in der Pampa, weil ich im Livestream nach den DLC-Gegenständen gesucht habe und nur zwei gefunden habe. Ja, die Maske gehört auch dazu. Und dann nochmal das Ding. Was eigentlich. Keine Ahnung. Schweiß ist doch nicht. Auf jeden Fall. Jetzt sag ich ganz schön viel M. Müssen wir zum Wald der Crocs gehen? Im Livestream haben wir übrigens eine Prüfung schon geschafft. Eine von, ich glaube, drei. Es soll 45 Ebenen geben. Jede Ebene hat 15 Ebenen, glaube ich. Ich weiß es nicht, wie viele die hatte, die ich gemacht habe. Aber auf jeden Fall, ja. Und jetzt kann ich auch noch mal meinen Kopfhörer ins Ohr stecken, in der Hoffnung, dass ich diesmal nicht dumm bin und die Capture Card rausschmeiße. Das wäre nämlich sehr tragisch. Und ich glaube, irgendwann ist dann auch meine Capture Card kaputt. Also, wo ist dieser? Nee, du nicht. Ja, fürchte dich vor mir, Sterblicher. So. Du kannst dich dieser Prüfung nicht stellen, wenn das Masterschwert ruht. Wow. Ja. Dann, ja. Das ist jetzt echt Kacke. Ach, 19 Sekunden, das geht ja noch. Also auf jeden Fall, den ersten Teil vom tollen, tollen Dungeon haben wir im Livestream gemacht. Das findet ihr auf meinem Livestream-Archiv-YouTube-Account, der auf meiner Profilseite verlinkt ist. Oder ich werde jetzt eine DLC-Playlist anlegen, in der ihr diese auch findet. Natürlich in richtiger Reihenfolge. Welcher Prüfung möchtest du dich stellen? Oh. Fortgeschritten, denke ich. Ich denke mal, Anfänger war schon das, was ich gerade gemacht habe. Fünf Minuten damit verschwendet, auf das Masterschwert zu warten. Und mal wieder habe ich nichts an. Außer weil das Schwert ist. Im Namen der Göttin Hylia sollst du dich der Prüfung des Schwertes stellen. Okay. Es fehlte noch an Stärke, um das wahre Licht des Masterschwerts zu entfesseln. Überwinde alle Fährnisse dieser Stätte, um deinen Körper und deinen Geist zu stählen. Also derselbe Shit wie im anderen.
Dies ist der Ort der Illusion, der gewöhnlichen Welt entrückt. Alles, was du hier hast, wird sich verflüchtigen, wenn du wieder zurückkehrst. Ja, wird sich die Luft auflösen, wenn du in deine Welt zurückkehrst. Genau. Außer weil das Masterschwert überwindet die Prüfung des Lichts und entfesselt sein wahres Licht. Und dann wird das Masterschwert nachher so eine OP 183.000 Damage Waffe. Bockstock, juhu! Und eine Holzfäller-Axt. Stirb! Aber bitte fall nicht in den Abgrund, ich brauch deinen Bogen! Dann krieg ich deinen Bogen halt nicht. Na, wo bist du? Ach, da. Schön, wie die Angst vor meinen Metallgegenständen haben. Und schon wieder am Bogen für den Arsch. Hui. Och Mann. Jetzt lass mich doch da hoch. Ja, warte, ich hab noch eine Axt. Und jetzt auch ein Schild. Oh Junge. Aber ich guck mich hier noch um, denn wie wir aus der letzten Prüfung wissen, ist jeder Loot wertvoll. Und da war nichts drin. Und irgendwie müssen wir doch hier reinkommen, oder? Oh, ich habe Feuerpfeile. Aber keinen Bogen. Mit dem Bogen ist jetzt so eine Sache, ne? Oh, hier hätte ich eigentlich eine Waffe mitnehmen sollen. Okay. Toll. Jetzt komme ich nur nicht an die Truhe, weil ich alle Bögen versenkt habe, oder wie? Ich könnte halt noch irgendwie versuchen, dieses Explosionsfass dahin zu kriegen, aber... Ich glaube nicht, dass das was wird. Ich meine, das braucht ja nur blöd irgendwo runterfallen und es explodiert. Aber ich kriege auf jeden Fall viele Pfeile. Wird anscheinend die Schützenprüfung hier oder so. Ich meine, wenn ich so viele Pfeile kriege. Finde ich jetzt echt kacke, dass ich die ganzen Bögen versenkt habe. Also wenn wir das nicht schaffen, was wir wahrscheinlich auch nicht tun werden, muss ich darauf achten, einen Bogen zu saven.
So. Guten Tag. Ich weiß nicht. Will ich den versenken? Ach, ich mach's einfach. Dauert sonst zu lange. So. Oh, danke. Okay, dann wird die Axt meine ich zerbreche Dinge Waffe sein. Stachelbockstock. Ich sehe nichts. Och nö. Die Viecher sind ohne Bogenkrätze. Ist hier noch irgendwo jemand mit Bogen? Irgendwo. Ey, du hast so einen Bogen. Ja, ey, der hat einen Bogen. Der Dude hat einen Bogen. Gib mir den Bogen. Nee. Ah, schade. Fall in den Abgrund. Danke. Komm schon. Bleib stehen. Tschüss. Wird wirklich die Schützenprüfung. Alles kann man abschießen. Aber hey, ich hab kein Problem damit. Wenn die Prüfung darauf aufgebaut ist, dann bekommt man entsprechend viele Pfeile und ich liebe Bögen. Und perfekt. Elsternlanze. Oh shit. Du lässt das bleiben, Dude. Und du auch. Leg den Stein weg. Und stirb. Warum explodiert sie auf einmal? Tschüss. Ach, die Dudes haben Elementpfeile. Ich sehe schon. Geh weg. Habe ich eigentlich einen anderen Bogen? Nö. Au. Au. Leute. Nein.
Na. Und du kriegst auch noch was. Puh. Und das 15 Ebenen lang. Ich werde sowas von sterben. Und könnte sich bitte mal mein Sensor zurückhalten? Ich weiß es nur nicht, sollte ich was essen oder warte ich bis zu der Safe Zone auf Ebene 7? Wenn sie hier überhaupt auf Ebene 7 ist. In der anderen Prüfung hatte ich das auf Ebene 7. Aber hier? Ich habe halt keine Ahnung. Ernsthaft. Ich glaube, da benutze ich den besseren Bogen für. Oh, 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 nein, 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 nein. Puh. Okay. Halten wir mal die Fak die boah. Halten wir mal den Fakt zusammen. Wenn er mich trifft, bin ich tot. Stirb. Ich hoffe, ich habe genug Pfeile dafür. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Taktik ist, die ich hier fahre, aber... Einem Wächter zu begegnen ohne Rüstung, das ist ein bisschen... Aber scheint zum Glück nur der einzige Gegner hier zu sein. Also nehme ich das mal als so eine Art Ausgleich. Ach, Mensch. Go. And die already. Das mache ich halt natürlich pro Schuss weniger Schaden als eben, ne? Ach, Mensch. Mir wurde auch im Livestream mal gesagt, ich soll starke Waffen benutzen. Ich soll starke Waffen benutzen. So, nee. Ich benutze lieber die schwachen, damit ich mehr Platz für starke habe. Und die schwachen halt nicht blöd wegwerfen muss. Oh, ich glaube, ich habe gerade einen Pfeil verschwendet. Ich hoffe, der liegt da noch. Aber wenn die jetzt schon mit Wächtern ankommen, will ich den Rest gar nicht kennenlernen. Da wären Explosionsfässer gewesen. Da sind in den Ecken überall Kisten. Und hier sind Pfeile.
Du lässt das Ding jetzt fallen. Oh, ich hatte den Bockbogen benutzt. Ich hatte den anderen. Ritterschild. Und bei den Kisten wäre es mir lieber, wenn nichts in den Abgrund fallen würde. So. Und jetzt habe ich auch Feuerpfeile, um mir die Kiste zu zu holen. Ja. Habe ich den Schuss ernsthaft verkackt? So, dann eben jetzt nochmal so. Oh shit. Oh shit. Au. Ernsthaft? Blödes Spiel. Da schießt man ganz mühevoll die Kiste runter und dann fällt sie einfach in den Abgrund. Ich habe nur noch zwei Herzen. Auf welcher Ebene sind wir jetzt? Bestimmt noch nicht auf der Safe-Ebene, oder? Wir sind in der Safe-Ebene. Woo! Und jetzt benutzen wir eine alte Livestream-Weisheit, die wir herausgefunden haben. Oh, und noch eine andere Weisheit. Da ist eine Fee. Kleine Fee. Hab doch keine Angst. Ja! Die habe ich übrigens im anderen nie gekriegt. Da war ich immer zu verpeilt. Da habe ich immer vergessen, dass diese Fee existiert und dann habe ich sie nur wegfliegen sehen. Da springt der Fisch rum. Falls ihr euch fragt, was wir jetzt machen, wir spielen das Spiel so, dass wir alles mitnehmen, was wir kriegen können. Das heißt, alles an Essen und an Holz. Denn so blöd es auch klingt, Holz kann man auch essen. War im anderen halt nur effektiver, weil in den Leveln auch überall Bäume standen, die ich nach der Aufgabe zerlegt habe. Es bringt nicht sehr viel, ne? Das gebe ich zu. Ich glaube, das ist nur ein halbes oder noch nicht mal ein halbes Herz pro Holzbündel, was wir verbraten. Aber es ist zumindest Heilung. Und ich habe halt gemerkt, zumindest bei meinem Spielstil, ich brauche jeden Mist, den ich kriegen kann. Bleib. Ich weiß auch nicht, ob es schlauer wäre, alles einzeln zu kochen oder halt wirklich Gerichte zu kochen. Aber irgendwie wird das schon. Wir haben zwar nur noch zwei Herzen, aber wir haben jetzt eine Fee, die uns wiederbelebt, wenn wir sterben. Und dann bin ich schon mal besser aufgestellt als in der anderen Prüfung. Vor allem, wie ich das mit dem Holz herausgefunden habe, war auch ganz schön nervig. Ich hatte einfach nur das Holz mit, aus Zufall. Und da dachte ich mir so, einfach nur so aus Spaß, schmeiße ich das mal in den Topf und guck, was passiert. Und da kam tatsächlich was Essbares raus.
Zwar zählte das als Abfall, aber Abfall heilt einem ja auch. Oh, und hier bekommen wir sogar Rüstung. Alter Leute, die zweite Prüfung ist viel besser. Wir bekommen Hosen. Oh, und Schuhe. Das stimmt ja, hier sind Hosen und Schuhe ja eine Sache. Okay, wenn ich dann alles habe, würde ich dann mal sagen, fangen wir an. Da kenne ich noch irgendwo eine Fackel rum oder habe ich die auch schon irgendwann mitgenommen? Naja. Fangen wir mit dem fröhlichen Holzkochen an. Harter Brocken. Könnte jetzt übrigens eine Weile dauern. Ich glaube, ihr könnt so 5 Minuten skippen. Würde ich jetzt mal schätzen. Dann sollte ich im nächsten Raum sein. Oder zumindest fast fertig mit dem Kochen. Fällt auch gerade ein, da ich das jetzt aufnehme, muss ich warten, bis diese Videos hier online kommen, damit ich es wieder streamen kann. Obwohl ich könnte es auch so, aber. Obwohl man kann sich ja alles als Video nachher nochmal anschauen, also. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen werde. Oh ja, das war auch im Livestream der spannendste Teil. Einfach Holz kochen. Und damit haben wir ein paar Steine gekocht. Oder so. So, Spurt. Wildbeere. Und rein damit. Ich versuche beim Kochen auch ein bisschen auf die Effekte zu achten, aber eigentlich zieht man sich die Sachen so rein, weil man keine Gelegenheit hat, auf die Sachen zu achten. Einfach mal alles wild zusammengeschmissen. Wenn es jetzt auch nur drei Herzen heilt, dann
Oh, 6 Herzen. Not bad. Not bad at all. Woher habe ich das eigentlich? Das habe ich irgendwo mal in einem Video gehört. Ich weiß nur nicht wo. 9 Herzen. Fisch. Ich glaube, es bringt nicht so viel, oder? Na, immerhin 4 Herzen. Geflügel. Wild. Und das Edelgeflügel, das brate ich so separat. Fleischspieß. Ich glaube, einzeln bringen die Sachen nicht so viel, oder? Na, immerhin 3. Fleischspieß. Saftiger Spieß mit Fleisch. Diebe gegrillt wurde. Ta-ta-ta-ta. Ist hier oben noch was? Nö. Hier kann ich mich nur auf die Ecke cheaten. Oder ist noch nicht mal effektiv. Dann gehen wir weiter. In die ungeheuren Gefilden von Dungeon 2 Schwertprüfungsgedöns. Wo sind wir jetzt eigentlich? In fieser Dunkelheit. Was? Oh shit! Da fällt mir auch was ein. Ich habe vergessen, mich zu heilen. Oh. Zieh dir die Steine rein, Alter. Geh weg. Ich wollte übrigens mal eine andere Waffe. Nein, geht weg. Allesamt. What? Das war's schon? Und danke, dass du die Waffe automatisch weggesteckt hast. Das wäre sonst sehr schmerzhaft geworden. Und Leute, seht ihr das, was ich sehe? Holz! For free! Obwohl, jetzt habe ich keine Lust mehr, das so zu machen. In Wäldern jage ich mich damit nur selbst in die Luft. Wo fällen könnte ich sie damit ja noch? Ich weiß übrigens gar nicht, ob mir die Holzbündel noch was bringen. Ich meine, immerhin, ich hatte jetzt einen Save Point und in der anderen Prüfung gab es auch nur einen. Ich habe zwar nicht darauf geachtet, auf welcher Ebene wir jetzt sind, leider, obwohl ich mich das gefragt habe, aber ach komm, ja, die ist zerbrochen, aber es hätte doch noch zählen können, oder? Ah, okay. Mit dem Boomerang geht das auch. Dann nehme ich den Boomerang, denn so einen Boomerang benutze ich eh nicht. Es hieß zwar immer, das sind coole Waffen, aber bei mir sind sie immer nur irgendwo abgeprallt und ich musste sie dann suchen und habe sie meistens nicht gefunden. Dann benutze ich sie lieber als Schiebwaffe, anstatt als Wurfwaffe. Mann, hier gibt es ganz schön viel Shit zum Sammeln.
Vor allem, wahrscheinlich war das von Nintendo auch so geplant, dass man Holz fällt und so. Weil ich meine, die Monster droppen hier ja auch nichts, weil man die Sachen nicht braucht. Und ich denke mal, hätten sie das nicht irgendwie einbezogen, würden die Bäume ja nichts droppen. Oder es ist einfach standardmäßig, dass sie was droppen und sie haben vergessen, das zu entfernen. Oder sie konnten es nicht so gut entfernen oder keine Ahnung. Lass mich raten, dass mit der Dunkelheit ist ein Trend, was sich jetzt hier durchzieht. Klar, warum sieht der mich da hinten? Ich sehe halt überhaupt nichts. Und da hat mich einer entdeckt. Lassen Sie mich hier durch. Ich finde es übrigens lustig, dass sie, dass ihre Augen im Dunkeln leuchten. Was? Was? Was zum Fick bekomme ich da an den Kopf geworfen? Oh, ich könnte die Fee auch für 5 Herzen essen. Ja, gut. Ist das auch neu? Ja. Es macht Licht. Plumps und Moment mal. Machen wir es doch einfach. Perfekt. Krit mit dem Bombenpfeil. Jetzt ist der letzte nur noch da unten drin, ne? Kann ich den so noch töten? Auf ihn! Oh shit. Meine Bombe, die ich vergessen habe, hat mir noch geholfen. Oh, Feuerschwert.
Alter, habe ich viele Krogfächer. Einen kann ich vielleicht sicherheitshalber auch behalten, aber Tausende brauche ich jetzt auch wieder nicht. Schön gestapelt. So. Der hat mir eine Waffe gedroppt. Hat mir der andere auch eine Waffe gedroppt? Wo ist der andere überhaupt hingeflogen? Ja, auf jeden Fall kann ich jetzt wieder Bäume fällen. Ob sowas bringt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kriege ich da ja auch anderen Stuff raus, den man vielleicht irgendwann mal gebrauchen kann. Bestimmt der spannendste Teil hier. Dürfte ich eigentlich mal anmerken, dass wir bis jetzt richtig gut aufgestellt sind, was Leben und Ausrüstung angeht. Ich meine, ich habe so ein paar Waffen. Schilde habe ich jetzt nicht so viele, aber ich bin auch nicht so der Schildfan. Da habe ich noch ein paar Bögen, die stark sind. Und ich habe noch ein bisschen Proviant über. Ja, und wir haben halt schon ein bisschen mehr als die Hälfte geschafft. Da würde ich mal meinen, dass wir gut aufgestellt sind. Und ich will nicht 50.000 Krogfächer haben. Da finde ich 50.000 Äste viel sinnvoller. Die kann man wenigstens noch den Gegner ins Gesicht werfen, damit sie gestunt sind. Und das ist mein Plan. Kommen hier nur noch Krogfächer, oder? Das war gut. Kann es vielleicht sein, dass die Bomben das beste Tool im gesamten Spiel sind? Ich meine, ich habe schon jemanden gesehen, der hat das Spiel fast ausschließlich nur mit Bomben gespielt. Das ist auch noch ein Baum. Also Bäume sind hier mehr, aber ich meine Bäume, die ich fällen kann. Eine Route habe ich noch bekommen. Keine Eicheln. Ist doch alles gute Heilung. Verschwendete Heilung. Fällt mir ein. Gab es nicht in der anderen Prüfung einen Boss? Da muss ich ja einen Ivarok besiegen. Unten in Hinox. Na toll. Schön, dass hier ein ganzer Gebäudekomplex nur in der Prüfung existiert. Ich will hier alle rote Augen haben.
Shit! Shit! Hoi! Hoi, 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 hoi! Uiuiuiuiui! Die habe ich aber gar nicht gesehen! Hier wird nicht weggerannt! Ach du Scheiße! Holy shit! Stirb mal bitte. Stirb mal bitte schnell. Aua. Ich hab gesagt, stirb mal bitte schnell. Wo ist dieser Magier? Stirb. Ich hab keine Heilung mehr. Ich glaube, hier werde ich sterben. Wann hört denn das mit den Meteoren endlich auf? Shit. Shit. Dead. Ah, da oben war noch einer. Oh. Naja. Das war mein First Try in Versuch Nummer. In Prüfungskammer Nummer 2. kein erfolgreicher leider, aber das werden wir ja irgendwann nochmal hinkriegen. Also, bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob in Videoform oder im Livestream. Daher weiß ich nicht, auf welchem Kanal es kommen wird. Aber in der Playlist wird es auf jeden Fall dann erscheinen. Und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video und ciao.